Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier bei Because Gaming ist von zusammen mit Krischi. Moin moin und sicher natürlich. Hallo. Oh, ich hau erstmal mein Handy vom Tisch. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte heute mal wieder ein paar alte Sidequests fertig machen. Hey, guck mal, da steht Henrietta. Lol. Oh. So im Arsch der Welt. nee, warte mal, nicht dahin. Ich wollte nach, ja, wo war Kakariko? Kakariko ist da. Da wollte ich hin. Ich wollte einmal uns aufleveln. Ja. Und dann hatten wir noch mindestens eine Sidequest in Kakariko, die ich jetzt einmal schnell fertig machen möchte. Die Hühner einsammeln. Oder wollte noch mal gucken, wie weit wir unsere Rüstung vielleicht noch pushen könnten. Die Zora-Rüstung, die könnte vielleicht gar nicht so scheiße sein. Andererseits, ja. Ich denke mal, so viele große Wassergebiete wird es nicht mehr geben. Von daher muss man mal gucken. Okay, geil. Also tatsächlich, ich im Vorfeld, bevor wir die Aufnahme angefangen haben, haben wir uns gefragt, oder ich habe mich gefragt, wie das ist, wenn man eine Switch mit mehreren Personen zu Hause hat, ob man dann auch mehrere Speicherstände anlegen kann. Weil man muss ja am Anfang vom Start quasi immer, das habt ihr noch nicht in der Aufnahme gesehen, aber wenn man das Spiel startet, fragt er einen quasi, mit welchem Benutzer möchtest du dieses Spiel starten? Und tatsächlich speichert er die Spielstände auch pro Benutzer. Okay. Das heißt also, wenn man die Switch irgendwie mit 3 Personen oder 4 Personen benutzt, dann jeder hat einen eigenen Benutzer, hat jeder seinen eigenen Speicherstand. Finde ich gut. Ja. Das kleine Kilo hat auch noch eine Sidequest, ja, das habe ich gerade gesehen. Ja! So, das ist das nächste. Aber ich glaube, die startet instant, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Aber der wird ja in der Stadt weiter rumrennen, von daher können wir uns ja Zeit lassen. Richtig. Jo, wir wollen einmal. Ein Herz, einmal Ausdauer, sagen wir? Ja, bin ich für. Alles klar, jo. So sei es. 2, 4, 6. Machen wir jetzt 8 Herzcontainer, richtig? Jo. Ich wette, das Maximum liegt bei 10. Nee, glaube ich nicht. Es gibt eine zweite Leiste von Herzen. Das weiß ich. Okay, alles klar. Ich habe bitte Ausdauer. Ja. Perks increased. Woo! Hey, yo. Und. Hey! Na gut, es sieht schon mal nicht mehr so schlecht aus. Nee, das stimmt wohl. So. Donde esta el pollo nexo? Das war garantiert richtiges Spanisch. Ich habe kein Wort verstanden. Pollo ist Huhn. Und nexo ist garantiert. Hey, was treibst du da? Tja, das darfst du nicht so betreten, mein Freund. Diese Pflaumenbäume pflege ich schon, seit ich denken kann. Sie sind fast schon ein Teil von mir. Wenn sie einmal verdorren und sterben, dann geht es auch mit mir zu Ende. Das fühle ich. Und deshalb habe ich sie zeitlebend so gehegt und gepflegt. Solange ich noch auf dieser Welt bin, lasse ich niemanden meinen Pflaumengarten anrühren. Boah. Zu dem Ding habe ich ein übles GIF mal gesehen, schon. Ich glaube, ich weiß, wie wir an Zun rankommen, aber das ist asozial. Kann man den Typen umbringen? Ähnlich. Man kann ihn komplett brechen. Wie? Soll ich es eigentlich machen? Nee, warte, bevor du weißt, was willst du machen? Alter! Ich glaube aber leider fast, das ist der einzige Weg, um an das Huhn ranzukommen. Indem du die Bombe in den Pflaumengarten wirfst. Ja. Alter, wie also. Kannst du das Huhn nicht irgendwie da. Ja, wie denn? Ich wusste nicht wie. Sag mir, wie ich es machen könnte und ich würde es machen. Stasis und Magnetismus funktionieren wahrscheinlich alle nicht, ne? Wie willst du denn einen scheiß Huhn magnetisieren? Ich gebe dir nochmal Bedenkzeit, ob du das machen würdest. Und sag mal erstmal die anderen ein. Ich würde sagen, es ist ein Videospiel, ne? Also go for it, aber das ist schon so moralisch hart an der Grenze zu. Oh ja. Kiddo, mach Platz da. Ja, deine Hühnerlein, ich weiß.
Wie viele haben wir denn mittlerweile? Die 2, 4, 6. Heißt, es fehlen noch. Ne, 7. Fehlen noch 3. Richtig. Eins wissen wir, wo es ist. Ja. Zwei suchen wir noch. Ne, warum da will ich nicht hin? Also meins, go for it. Ach komm, scheiß drauf. Alles klar. Bitch. Oh. Hey, was treibst du da? Oh, wir müssen sie alle zerstören. Hey, was treibst du da? Keinen hast du noch. Ob der jetzt nicht umfällt. Genau, aber... Pflaumenbäume überdauern geduldig den Winter, um dann im Frühling als allererstes zu blühen. Als Symbole von Beharrlichkeit und Fruchtbarkeit pflegen wir Shika sie, damit sie unser Dorf behüten. Diese Pflaumenbäume hat Impa am Tag meiner Geburt gepflanzt, deshalb haben sie eine besondere Bedeutung für mich. Ich will das gar nicht wissen. Aber warum erzähle ich dir das? Es ist kein einziger Pflaumenbaum mehr übrig. Diese Bäume waren ein Teil von mir. Jetzt, wo sie nicht mehr da sind, werde ich wohl auch bald diese Welt verlassen. Ja, yeah, sorry. Guck mal, wieder was fürs Rentensystem getan. Hey, was treibst du da? Trotzdem nicht! Ah, meine Pflaumenbäume! Meine Pflaumen, alle weg! Diese Bäume waren ein Teil von mir. Jetzt, wo sie nicht mehr da sind, werde ich wohl auch bald diese Welt verlassen. Ja, okay, komm. Jetzt aber. Immer noch nicht! Was sind deine Probleme, Mädel? Ja, ist gut. Leg dir auch mal eine Bombe hin. Den Hahn rausspringen kann? Hab ich auch überlegt, aber... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Jawohl! Jawohl! Oh, scheiße. Ich bin sowas von im Arsch. What the fuck? Ja, das ist ein übliches The Legend of Zelda Gimmick. Ich hatte gehofft, ich habe das zu nicht genug gedacht. Oh, überstanden. Was war das bitte? Kamikaze Chickens. What? Aber wie komme ich jetzt an das Kackding ran? Kannst du es im Flug absnacken? Wollte ich auch gerade mal überlegen. Nö. Oh, warte. Ach so, jetzt fängt es auf einmal an zu regnen. Geht das damit? Nein, natürlich nicht. Ne, ich weiß, was die Idee ist. Verdammt! Das klappt nicht. Wie komme ich an das Kakun ran? Kannst du darauf springen jetzt auf den Baumstamm? Bestimmt. Nur was bringt's mir? Ich komme nicht weit genug. Okay, was schreibst du da? Ja, ist gut. Ja, ja. Müssen wir die Hühnchen als Ganzes zurückbringen? Oh Gott, da pickt noch eins rum. Die Hacke mal aufsammeln? Kann man damit irgendwas Besonderes machen? Das ist eine Waffe. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass man damit sein Feld pflügen kann und der, dass er einen damit drauflässt oder so, weißt du? Ja. Na, komm. Junge. Bock, bock.
Ich hab Hunger. Oder muss man das in der Dunkelheit machen, wenn er weg ist, wenn er schläft? Könnte ich mir auch vorstellen, ja. So, wo sind noch mehr Chickens? Es fehlen nur noch zwei. Ja. Eins wissen wir, wo es ist, und das andere. Das wird ja hier auch irgendwo rumgackern. Guck mal, der Typ ist weg. Vermutlich hätte ich die scheiß Pflaumenbäume gar nicht killen müssen. Nee. Es tut mir leid. Einfach bis 18 Uhr warten. Wer kann denn sowas ahnen? Tja. So, und das letzte ist bestimmt hier irgendwo ganz oben. Hühnchen, wo bist du? Fehlt uns denn safe noch eins? Wenn nicht, habe ich mich beim Zählen vorhin um eins verzählt. Ja. Vielleicht war das irgendwie gerade um die Ecke oder im Häuschen oder so. Neun, ja, okay. Du kannst doch unser Navi-Radar benutzen. Ja, das kann ich wohl. Wo haben wir einen Chicken hier? Ich denke mal weiter vorne, oder? Achso, ich war gar nicht auf der ersten Seite. Nee. Hoppala. So, das Huhn auf dem Dach hast du gerade fotografiert, ne? Ja. Da, 47. Was ist das? Eine Insel? Achso. Warte, 47. Ach, da. Mhm. Gut, dann meint er jetzt den Hühnerstall natürlich, ne? Die Richtung scheint aber auch. Ne? Hm. Wo denn? Denied. Lol. Was suche ich denn jetzt? Ja, der. Beim Hühnerstall werden sie ja wohl nicht sein. Hier oben scheint aber auch kein zu sein. No? Das ist immer, wenn ich mich hier Richtung Hühnerstall drehe. Ach so, ja, okay. Aber es hat so einen harten Ausschlag. Weil halt viele sind. Achso. Hm. Oh. Da hat die Ausdauer fast ausgereicht. Ist hier oben sonst noch eins? Ich weiß, dass ich hier schon eins eingesammelt hatte. Genau. Warum sagt er neues Objekt gefunden? Weil er halt die X-Hühner da gesehen hat. Ja, okay. Nein, fast die richtige Taste. Rumi.
Kannst du mit dem Pfeil abschießen? Das habe ich vor. Nice. Okay, das Ding gibt Rubine. Nimm. Jetzt schlag nicht jedes Mal aus, wenn ich Richtung Dingskirchen gucke. Links war auch noch einer. Was? Im Gras. Was? Rubin. Ja. Hier ist ein Pfeil. Achso. Hier irgendwo dick ich noch eins hin. Ich glaube, das ist schon zu weit weg. Hier wird nichts mehr sein. Hm. Ich will den scheiß Kristall haben, den wir da rauflegen können. Die cool. Ja. Die Richtung scheint aber zu stimmen, weil der Hühnerstall ist rechts. Ja, ja, schon klar. Aber wo? Hier unten oder da oben? Ich würde fast vermuten unten, aber... Flieg doch erstmal hoch und guck, ob du was sehen kannst. Ja, hier oben scheinbar nicht. Doch. Verarsch mich nicht! Ich bin verwirrt. Der Stein oben sieht sehr so aus, als ob du ihn hochheben könntest. Was? Welcher Stein? Nee, geradeaus gucken. Genau. Da. Da ist bestimmt so ein Dings wieder unter so einem Bruch. Hühnchen, wo bist du? Da unten übt sich einer im Schwertkampf. Da ist ein Krog, da liegt irgendein Item. Geh doch nochmal runter. Ja, ich versuche gerade hier den Überblick zu nutzen. Andererseits, bei der Fernsicht lösen sich nicht mal die Chicken Star auf. No. Wow. GG. Jetzt hat er unser goldenes Extraherz verschenkt, ey. So? Erstmal Holzpfeile farmen, das ist gut. Du bist stärker als er, sehr schön für dich. Hm? Was ist? Sag mal, du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Ich erinnere mich. Du siehst aus wie der Ritter, der sich vor langer Zeit der großen Verheerung in den Weg gestellt hat. Genau der bin ich. Hi. Wie bitte? Du meinst, du wärst dieser Ritter? Die jungen Leute heutzutage machen wirklich alberne Scherze. Wenn du dieser Ritter wärst, dann müsstest du doch das heilige Bandschwert besitzen. Der große Ritter schmiedete ein Schwert aus einer Sportkarotte. Er aß fast ausschließlich Sportkarotten, um seinen Körper zu stehlen. Oder trank mit Vorliebe Sportkarottentee. Das hat mir zumindest mein Großvater immer erzählt. Also hör auf mit den Witzen und iss fleißig Sportkarotten, damit du so stark wie der große Ritter wirst. Jo! Karotten kannst du jederzeit im Laden bei meiner besseren Hälfte kaufen. Wenn du stark werden willst wie der große Ritter, dann kann ich dir gerne ein paar Hinweise geben. Ja. Nein, danke. Du Sascha, ich glaube, du laufst auf Hühner zu.
Blutmütze. Komm, hier beim Ausgang steht eins. Hier hinten ist eins. Safe call. Ja. Ja, so sicher wie hochqualitatives Gameplay von Sascha. Kannst mich mal. komm, nehmen wir dich hier. Die 7er Lanze, genau. Geht hier irgendwas? Nö. Kannst es kaputt hauen. Wenn da schon so ein Hammer rumliegt. Das war schon wieder ganz schön asozial. Weil das irgendeine Gedenkstätte von denen ist. Da kannst du auch nicht. Nö. Ja, also Grabstellung wird in The Legend of Zelda nicht gern gesehen. So, ich renne mittlerweile seit 20 Minuten hier rum, um fucking neun Hühner oder sowas zu finden. Und ein Kackding finde ich einfach nicht. Guck das auf irgendeinem Dach oder so. Da, ja, tatsächlich. Ich hab's gesehen. Auf dem Dach. Auf dem Dach drauf. Links? Rechts. Hier, vor mir. Ja, Tatsache da oben. Du Kackviech! Kommst du ran hier? Bock, bock! Neuer Eintrag, entwischte Hühner. Da soll er. Damit er sich keine Sorgen mehr macht. Dann gucken wir doch mal in seine Hütte rein. Aber um 3 Uhr nachts würde er höchstwahrscheinlich pennen. Oder auch nicht. Ja, scheiße, setz dich einmal ins Feuer. Warte bis zum Morgen. Und mach das Radar bitte wieder aus. Hojojo. Aber eine Quest geschafft wieder. Halleluja. Ein bisschen Vandalismus betrieben. Was? Link! Die Hühner! Meine süßen Hühner! Sie sind alle wieder da! Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Bitte nimm dieses kleine Geschenk an. Du hast es dir mehr als verdient. Das gibt mir Kraft und erfüllt mich mit neuer Zuversicht. Ach, würde meine Frau doch auch wie ich diese Hühner wieder nach Hause zurückkehren? Wie viel Kohle hatten wir jetzt gerade? Egal. Ich glaube nicht genug. Ich glaube, wir haben noch ein, zwei Edelsteine, die wir verticken könnten. Ach so, sodass wir auf die 3000 kommen könnten. Ja, gut. Das schaffst du noch in dieser Folge, komm. Dann haben wir jetzt aber, glaube ich, zum falschen Potter Linkskirchen geportet. Ich habe mich oben zum Institut geportet, muss ich erstmal den ganzen Berg runtergleiten. Okay. Warum machst du sowas? Ja, weiß ich nicht. Was wolltest du denn da oben? Ja, weiß ich auch nicht. Achso. Ich habe vergessen, dass der Schrein mitten in der Stadt war. Ja. Das Hatrium-Institut. Ja, gut, gut, gut. Ich frage mich, was passieren würde, wenn wir wirklich nochmal alle Fackeln auch entzünden. Ja. Bestimmt auch ein Krog. Aber das ist eine ganz schön große Quest nur für einen Krog. Naja. Dann machen wir mal so Kleidungsshop. Hier würde ich an. Tag. Tag. Ja, ich will was verkaufen. 2300 haben wir. Oh, das könnte vielleicht sogar doch kritisch. Andererseits, wir könnten hiervon 3 Stück aber verkaufen. Ich denke mal, wir werden noch andere Saphire kriegen. Was macht das Isis, ne? Ja. Ja, scheiß drauf, vorweg die Kacke. Komm, alle 4. Dann hast du es.
Wasser. Das sind nur 450, schade. Das Ding ist, wir kommen halt noch in ein Feuergebiet, ne? Ja, gut. Aber nee, warte mal. Quatsch, wir haben ja den Hitzeschutz. Nee, wir haben den Kälteschutz. Haben wir Richtig. Kälte- oder Hitzeschutz? Ich glaube Kälteschutz. Gucken rein. Du hättest auch Ach oben einfach ja, durchgehen. ja. Kälteschutz. Das ist ja, dann könnten wir den Saphir doch noch gebrauchen. Ja, für Hitzeschutz, ne? Ja. Hm. Ja. Gar nicht mal so einfach. Sonst müssen wir noch ein bisschen sammeln. Einfach die Diamanten weg. Shit drauf. Weißt du was, Weißt du was? Wir ich. Können wir können. nicht die aber wegnehmen? Blitzschutz haben wir doch jetzt wohl durch. Blitz werden wir wohl den Großteil des Spiels durchhaben. Und ich glaube, selbst wenn nicht, kriegen wir das trotzdem hin. Ja, wir kriegen ja vor allem auch den Donnerhelm, wenn wir alle Quests machen. Richtig. Okay, dann hau die weg, alle fünf. Reicht das? Nee, Das sind. aber mach. Doch. Was? Ich reicht nicht. Ach, 180, ich habe 80 gelesen. Alles gut, hau weg. Alles klar, easy going. Wir hätten uns sogar noch einbehalten können, aber. Ja, scheiß drauf. 3200, wir sind rich, bitch. Oh yeah. Fick dich. Du kommst nicht raus, Junge. Ja, komm. Ich bin Wobei, nein, das macht Krischi in der nächsten Folge. gespannt, was das bringt. Ja. Liebe Leute, in der nächsten Folge werden wir dann vielleicht endlich unser erstes Eigenheim kriegen. Ich nehme an, wir werden es kaufen können für die 3000. Ja. Für 10.000 oder so, wenn wir es dann nochmal ausbauen können oder so, dass Ja. es richtig gemütlich da ist. Und ja, lasst uns überraschen. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Haut rein, bis Tage. Ciao! Tschüss.